Happy Birthday Raum Plus! Bei den Erfolg, den Raum Plus bisher hatte, es darf auch noch ein bisschen mehr sein, sagt der Fleischer. Familie Bergmann ist da auf dem richtigen Weg und soll so weitergehen. We've been working with Raum Plus for 10 years in North America. And of course, it's a fantastic product and it's fantastic people to work with. So we hope that we can continue doing this and we hope that the next 25 years will be just as fantastic. Viel Erfolg, guter Erfolg, den haben sie ja schon. Also mehr, ich weiß nicht, ob man sich da mehr wünschen kann. I know it's a family business, but I'll tell you something. Generations and born are gonna walk married from this business. I wish them the best of luck. Ich finde, das ist bei allem, was hier getan wird, so spürbar, dass es so eine ganz direkte Beziehung gibt, zwischen den Menschen, die hier im Hause arbeiten, aber auch zu allen Partnern, und wir gehören ja auch dazu. Da gibt es also eine ganz gute und vertrauensvolle Verbindung, und das ist glaube ich, was Besonderes. Wir haben diesen persönlichen Kontakt und auch die Motivation der Mitarbeiter. Also man merkt einfach, dass das, was Frau und Herr Bergmann ausstrahlen, dass das auch weiter nach unten geht und auch bei den Mitarbeitern eine Motivation hervorruft. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein, als türkische Firma aus Istanbul, und zwar als Profildesign. Yüzyıllarını görmek istiyoruz birlikte. Genau, also wir werden die 100. Jubiläumsjahr auch erleben wollen. Wahrscheinlich, wir können es nicht, aber das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, die 100. Jubiläumsjahr. Ja, dass es noch 25 oder auch 50 oder 100 Jahre so weitergeht. Ich wünsche Raum Plus für die nächsten 25 Jahre, dass es sich den Geist erhält, diesen Geist des Familienunternehmens. Ich kenne diese beiden mittlerweile 20 Jahre und begleite die auch 20 Jahre. Ich wünsche den beiden alles, alles Gute. Weitere 25 Jahre und genauso wie sie bisher waren. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Raum Plus. Happy Birthday to you.